Jemand Lust auf eine Runde Schlitten fahren? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Tasty Hike Kanal. Servus. Wir sind im Allgäu mal wieder. So ein Zufall. Zufälle gibt's. Wir werden dieses Jahr ziemlich viel im Allgäu unterwegs sein, denke ich. Aber das ist ja auch ganz schön. Das Allgäu ist eine super schöne Wanderregion, deswegen freuen wir uns, dass wir die Möglichkeit haben. Und hinter uns seht ihr schon, da ist der Alpsee. Da waren wir schon ganz oft, nur sind wir diesmal auf der anderen Seite. Sonst waren wir meistens auf der anderen Seite unterwegs und ja, hier waren wir eigentlich erst einmal unterwegs, glaube ich, und da haben wir noch nicht mal gefilmt. Also, mal was ganz Neues. Auf geht's. Christian, magst du noch kurz erzählen, wo wir hingehen? Ach so, ich wollte schon los. wir gehen zum Gschwendnerhorn. Ja, das ist so 2 Stunden Aufstieg circa. Mit hoffentlich einem schönen Blick hinterher auf die Nagelflugkette und auf den Alpsee. Das genau. Und wir haben den Krümel heute auch nicht dabei. Wir sind ganz alleine. Der Krümel wird anderweitig betreut. Und wir freuen uns mal, dass wir mal eine andere Tour ein bisschen mal für uns machen können. Jo. Genau, los geht's. Die Alpe hier war bei unserer letzten Wanderung übrigens das Ziel. Witzigerweise habe ich da schon gedacht, ich kann auf keinen Fall mehr einen Millimeter weiterlaufen, weil ich schon völlig platt war. Das war jetzt überhaupt nicht schwer hier hoch. Und das ist eine der ältesten Alpen hier am Alpsee. Das ist die Sennalpe Gschwendnerberg, Entschuldigung. Und jetzt zur Zeit hat sie sogar geöffnet und man kann hier Getränke und ich glaube sogar sowas zu essen to go mitnehmen. Das finde ich richtig, richtig cool, dass das mittlerweile bei den Alpen jetzt auch möglich ist, dass man so ein kleines bisschen den Berggenuss noch genießen kann, auch wenn man nicht richtig einkehren kann. Fragt mich nicht, was er tut. Jemand Lust auf eine Runde Schlitten fahren? Könnte man hier noch. Höhenmeter. Nein. Jack. Wir haben das Gipfelkreuz erreicht. Yeah. Und wir haben eine mega fette Aussicht hinter uns. Irgendwie verdecken wir die. Ja, wir verdecken die, aber wir zeigen sie euch gleich nochmal. Auf den Alpsee. Also es war bisher eine richtig tolle Tour. Es geht zwar die ganze Zeit relativ gut bergauf, aber jetzt nicht mega steil. Und bisher läuft's gut. Ja,
jetzt laufen wir wieder runter. Können wir sehr empfehlen. Jetzt laufen wir weiter Richtung Naturfreundehaus. Und da gucken wir mal, die haben auch einen To-Go-Schalter wohl. Da gucken wir mal, dass wir uns noch irgendwie... ein Drive-In. Ein Walk-In. Walk-In. Da gucken wir mal, dass wir uns noch vielleicht irgendwie stärken. Und dann geht's wieder zurück. Das war ein possierlicher Allgäuer in seinem gewöhnlichen Umfeld. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg bergab Richtung Tal, aber wenn man möchte, kann man hier theoretisch noch aufs Immenstädter Horn hochlaufen. Das ist nochmal ein Abstecher mit etwa zusätzlichen 300 Höhenmetern. Wenn man möchte, kann man das auch nochmal, da hat man sicherlich auch nochmal eine coole Aussicht. Da oben, da waren wir gerade einkehren, im Kemptner Naturfreundehaus. Manchmal liegt halt auch einfach was im Weg. Alter, ich sehe aus. Fertig mit der Frisur? Ja, ich brauche einen Friseur. Frisur sitzt. Wie ihr seht, sind wir wieder fast am Ausgangspunkt. Ziemlich weit unten. Der See ist sehr nah wieder. Und ja, es war eine richtig tolle Tour. Können wir sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ja, wir haben uns gerade vorgenommen, demnächst auch mal aufs Immenstädter Horn zu laufen, weil das, glaube ich, auch ziemlich cool sein muss. Kriegen wir schon hin. Genau. Und jetzt geht's wieder für uns nach Hause und wir hoffen, dass euch unser Wandervideo heute gefallen hat und wir hoffen, dass ihr auch bald wieder die Möglichkeit habt, ins Allgäu zu kommen und... Wahrscheinlich veröffentlicht Jana das Video, wenn alle schon wieder... Genau, wenn alle schon wieder wandern können, weil wir noch so viele Videos im Rückstau haben. Aber nichtsdestotrotz, der Berg bleibt, der wird immer hier sein für euch zum Hochlaufen, von daher ist das kein Problem. Genau, und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Servus. Ciao.